Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dead Space. Gerade überlegt, hier hinten war die Tür. Energieknoten, ich wähle dich. Yay, und jetzt ist da nur ein Monster und ein Haufen Scheiße drin. Ja. Schön. Ist ja richtig gelohnt. Mensch. Danke. Alter, wie das hier aussieht schon. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Das ist schön, das ist genau da, wo wir hingehen. Danke. Und fick dich selbst. Was? Okay, den haben wir schon mal. Ich traue mich gar nicht hier reinzugehen. Gefährliche Anomalie registriert. Ich wusste es. Quarantäne wurde aktiviert. Wegen dem haben sie jetzt so hier so einen Alarm gemacht, oder was? Hier sind wieder so eine Asthmatiker am Start. Wir sollen da rein tatsächlich. Aber wir schauen uns natürlich hier unten erstmal um. Wundert mich, dass die Reichweite von denen nicht mehr so weit ist. Ich glaube, da hat es eher die Menge gemacht. Ich guck gerade, ob wir die von hier sehen können. Könnte ich die ja von hier abschießen? Einen haben wir ja schon. So, hier schauen wir auf jeden Fall rein. Wow! Du Kacknudel! So ein bisschen Kohle. Das ist ziemlich ruhig hier, finde ich. Ist irgendwie schon fast ein bisschen zu ruhig, oder? Der Kackspaten. Wie kommt man da runter? Hm. Können wir mal auf den Knopf drücken? Nährstoffhass wird ersetzt.
Okay, dann müssen wir schnell sein. Oder Stase nutzen. Nährstoffhass wird ersetzt. Achso, der ist ganz langsam gestorben wegen der Stase. Alles klar. Gut. Ich dachte, wie viel hält der denn aus? Ah, schön. In Ebene 2 sind wieder alle mit dabei. Viel Freude und Geschrei in Ebene 2. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Ja, wir haben es ja so langsam kapiert, dass was Großes. Und wir müssen dahin. Ist okay. Es gibt auch noch einfachere Wege, uns zu sagen, dass wir voll am Arsch sind. Trotzdem, danke, danke, fuck you. Das ist einfach unglaublich scheiße hier. Wow! Ich gehe wieder nach Hause, ich gehe zu meiner Mama und werde Banker. So wie sie es immer wollte, ist mir egal. Scheißspiel. 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 Was? Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Ja, ja, mach mal. Habe ich kein Problem mit. Was? Don't believe their lies. Was? Was? Alter, das sind diese komischen Alien-Schriften und dann übersetzt. Alles klar. Also auf Deutsch steht da hier: Glaubt ihren Lügen nicht, lese, was sie wirklich sagen. Ne? Für die Leutchen, die des Englischen nicht so mächtig sind. Schön, das ist irgendein Elektro-Scheiß.
Willst du mich verarschen? Hier spricht Temple. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schiffdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Mach das mal. Das klingt wie eine tolle Idee. Babys. Ich guck nur, ob es hier noch irgendwas zu sammeln gibt. Da oben ist was. Schönes Schuss für die Knarre, die wir auch ausgerüstet haben. Ist noch irgendwas? Das war die letzte Einrichtung. Ein Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Okay. Ach, jetzt darf ich wieder zurück, ja, ist ja toll. Ist auch total interessant, wie einfach alle, mit denen wir uns umgeben, irgendwelche toten Verwandten, Bekannten oder sonst was haben. Und die alle sehen sie natürlich. Ah, wir können das ausstellen. Isaac, spring da rein. Ende der Schwerelosigkeit. Jetzt müssen wir wieder da durch, wo hier olle Kackvieh uns gegriffen hat. Da hab ich schon keinen Bock drauf. Och nö. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aus! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wie einfach... So ein schöner Spaziergang, so durch so einen richtig schönen, verfluchten, modrigen, fucking Sumpf. Speichern. Habt ihr gerade gesehen, wo ich zur Tür gegangen bin? Der Schatten, der neben mir an die Wand gegangen ist? Ich will ja nichts sagen, aber das sah nicht aus, als wäre der Schatten von mir gekommen. Warum auch immer da oben Munition liegt. So, wohin jetzt? Sind wir schon im zweiten Stock gewesen? Im dritten? Dann würde ich da jetzt mal gern hinfahren. Zumindest mal wissen, was da ist. Wahrscheinlich ist hier gar nichts. Ach, hier war der Typi.
Der Moderpimmel. Gut. Ah, dann wissen wir das wenigstens. Oh, was wird denn da angezeigt? Zählt immer eine Sekunde durch im Display. Guten Tag. Mein Name ist Isaac. Isaac Isaacson. Und ich bin Geisterjäger. Aber wie viele da gerade waren? Das waren nicht 10, das waren nicht 12, das waren auch nicht 14, 15. Das waren 3. Halt die Klappe. Nee, warte mal, die Werkbank war eine Tür weiter. Grad nur geguckt, weil der eine hier mit einem Bein gezuckt hat. Zwei Knoten haben wir. Können wir hier rauf? Ich will natürlich jetzt diesmal wieder keine verschwenden. Hier rauf, dann können wir von hier so an die ran. Machen wir es so. Kapazität. Ja, doch. Kapazität ist halt gut bei der Waffe. Wenn wir da 125 Schuss drin haben, müssten wir ja jetzt, ne? Genau. Umso seltener müssen wir nachladen. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Okay, sie dreht jetzt auch voll durch. Ungeil. Ich meine, Hammond haben wir ja schon verloren, ne? Oder? Ist der tot? Puh. Leute, wie es hier weitergeht und ob wir wirklich da rein müssen, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Dead Space. Bis dahin,